Ein weiterer Vortrag ohne Paul. I'm sorry, aber vielleicht doch noch interessant. Also es geht um Meltdown und Spectre. Der ein oder andere mag es mitbekommen haben. Das ging so ein bisschen durch die Medien. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, das Thema zu beleuchten, wieder aus verschiedenen Blickwinkeln. Und zwar der eine Blickwinkel ist mehr der Management-Aspekt. Also wie gehe ich denn mit sowas überhaupt um? Also steht morgens in der Zeitung, wir werden alle sterben und nun. Und das andere ist, also was ist eigentlich die Ursache? Also wie ist es dazu gekommen und was war der Effekt, der diese Lücken eigentlich, ich sag mal, begünstigt hat? Okay, was ist das Problem? Okay, ihr seid alle ITler, von daher will ich das gar nicht so groß erklären. Prozesse müssen voneinander isoliert sein. Das sind jetzt primär Betriebssystemprozesse. Das betrifft natürlich auch sowas wie die eine VM von der anderen VM. Also was bedeutet das? Na ganz klar, man will nicht, dass die App die Daten lesen kann. Ich will nicht, dass der Tab im Browser den Tab im Browser auslesen kann. Ich will nicht, dass die VM die Daten lesen kann. Ich will nicht, dass der Prozess die Daten von dem Prozess lesen kann. Der Teil dauert ein bisschen länger, wenn das keine Techniker sind, aber ich überspringe das jetzt mal kurz. Was ist jetzt das Problem mit Meltdown und Spectre? Das ist ja eine Garantie, ne? Also die sind isoliert, hier ist irgendwie Niemandsland zwischen. Und Meltdown und Spectre haben dieses Niemandsland, also diese Isolation letzten Endes durchbrochen. Vorteil oder Nachteil, je nachdem, je wichtiger in einem System diese Isolation zwischen zwei Prozessen ist als Security-Feature, desto schlimmer ist eigentlich Meltdown und Spectre. Im Umkehrschluss, wenn ich hier läuft auch ein Betriebssystem drauf, da bin ich mir sicher und wenn es auch nur ein paar Zeilen C sind, Meltdown und Spectre sind ja völlig irrelevant, weil es nur einen Prozess gibt. Und selbst das ist, glaube ich, noch maximal übertrieben. Das Zweite ist, um die beiden Lücken auszunutzen, muss ich es schaffen, dass auf dem angegriffenen System Code des Angreifers läuft. Das macht ganz viele Angriffsvektoren über das Netzwerk etc. völlig, also macht die völlig uninteressant. Okay, was bedeutet denn das? Also Management Summary. Meltdown, was ist das Ergebnis? Programme können Speicher lesen, den sie nicht lesen sollen. Also Arbeitsspeicher ist vielleicht aufgeteilt in Sachen, die ein Programm lesen darf und Bereiche, die ein Programm nicht lesen darf. Und bei Meltdown ist es so, dass ein Programm Speicher lesen kann, den es nicht lesen darf. Konkret den Speicher vom Kernel. Wer ist betroffen? Alle modernen CPUs und Betriebssysteme. Ja, Quotes. Ich glaube, so ein Raspberry Pi ist zum Beispiel nicht betroffen, weil er nicht super skalar arbeitet, aber das ist alles irgendwie Details. Was ist der Angriffsvektor? Der Angriffsvektor ist Out-of-Order-Execution und Cache-Timing als Side-Channel. Wie schlimm ist denn das? Ja, also was das Security-Szenario Prozessisolation betrifft, schon ziemlich schlimm. Das zweite Problem ist, um das zu beheben, muss man, das kostet CPU-Leistung, weil man bestimmte Optimierungen ausbauen muss. Oder irgendwie hardwaremäßig umsetzen. Und je nachdem, welchen Workload man hat, kann das ganz schön ins Kontor schlagen. Das zweite Problem dabei ist, um das zu machen, muss man da rumfuhrwerken im Betriebssystem, wo keiner hin will, die Speicherverwaltung. Also ich habe mir die bei Linux mal angeguckt in meiner Diplomarbeit. Also Kurzfassung, tut's nicht. Es ist schlimm. Es ist hochoptimierter Code mit extrem vielen, also Annahmen und Seitenbedingungen und das muss auf links gezogen werden. Und natürlich über Nacht. Ich weiß nicht, wer von euch Software schon mal geschrieben hat. Das ist immer eine super Kombination, komplex und schnell. Spectre ist noch viel doofer, muss man so zu sagen. Programme können jeden Speicher lesen, also auch aus einer VM ausbrechen. Ich sehe nichts mehr hier. So.
Auch hier wieder ist so ziemlich alles betroffen, was, was als modernes System irgendwo rumläuft, also auch ein Handy letzten Endes. Hier ist der Angriff aber spekulative Ausführung. Was das alles ist, erkläre ich gleich. Ist deutlich schlimmer als Meltdown, weil auch deutlich, also nicht nur eine Lücke, sondern eine ganze Familie von Lücken, das ist eine, zum anderen deutlich komplexer. Und auch da, also je nachdem, wie man es fixt und welche Variante man fixt, auch da kostet das irgendwie Laufzeit. Und die aktuellen Fixes, die man verwenden kann, softwareseitig, bedeuten, dass man die Software neu kompilieren muss. Kann man sich kurz überlegen, alle Programme neu kompilieren, das funktioniert nicht in allen Systemen. Und so ein großes Update, also Patch von 100%, will man auch nicht überall ausrollen. Also da hängt irgendwie ganz viel dran, was das Leben schwierig macht. Warum ist das alles ein Problem? Weil der Fehler im Prozessor auftritt. Und das heißt, alles, was sich auf den Prozessor verlässt in einem Computer, ja, Tipp, alles, muss halt irgendwie jetzt gefixt werden, wenn der Prozessor nicht fixen kann. Wolltest du mal gerade sagen, bei den Patches, wie groß der Rechenverlust, der Performanceverlust ist? Das hängt davon ab. Das hängt davon ab. Genau, also, es gibt auch Aussagen dazu. Ja, also irgendwas zwischen 35%, also das hängt, also, woran hängt das ab? Bei Meltdown insbesondere, je mehr Syscalls ich mache, desto höher ist der Impact und je älter der Prozessor ist, desto höher ist der Impact. Moderne Prozessoren, die haben schon, ganz merkwürdig, eigentlich Gegenmaßnahmen implementiert. Ältere Prozessoren haben die nicht und die kriegt man auch nicht nachgebaut, weil das Silikon ist. Ganz alte Prozessoren haben halt diese ganze Mechanik nicht drin. Und daher genau, aber ganz alte Prozessoren, die nicht drin haben, sind leider die, die vor 95 gebaut wurden. Also, ja, also grundsätzlich richtig, praktisch. Genau. Aber diese zwei schwerwiegende Hardwarefehler oder Bugs sind seit 95 da. Genau. Also letzten Endes, also ich rede das nur von Intel-Prozessoren, das betrifft auch alle anderen Prozessoren. Es hat angefangen mit Superskalar und ist mit spekulativer Ausführung nicht besser geworden. Kommen wir auch gleich mal dazu, also was eigentlich das Problem ist und wieso das Problem da ist. Aber erstmal spielen wir ein Spiel. Management-Spiel. Ihr wacht morgens auf, lest in der Zeitung, Meltdown und Spectre, alles ganz schlimm, wir werden sterben. Jetzt gibt euch irgendjemand das, was ich euch gerade erzählt habe, so die Summary in 5 Minuten. Und ihr müsst jetzt entscheiden. Ihr habt gesagt, es gibt Systeme, da gibt es eigentlich ein niedriges Risiko durch Meltdown und Spectre. Was heißt niedriges Risiko? Entweder die sind gar nicht angreifbar, weil nur ein Prozess drauf läuft. Oder wenn da ein anderer Prozess drauf läuft, dann ist das schon der Worst Case. Ja? Wenn das Haus abbrennt, ne, dann ist irgendwie das, der Schaden durch das Löschwasser, also vielleicht schlimm, aber nicht das Hauptproblem. Bis zu High Risk, wir werden alle sterben, sehr bald und sehr qualvoll. Und irgendwo gibt es noch so ein Middle Ground. Ich habe euch gerade auch erzählt, die Patches greifen extrem tief in Silikon und in alte Strukturen, in den Betriebssystem ein und vor allem in hochoptimierte Strukturen. Und ihr müsst jetzt jeder für sich erstmal und dann bestimmte Systeme bewerten. Also Public Cloud, Low Risk, Medium Risk oder High Risk? Okay, absoluter No-Brainer, genau, weil untrusted Code runs by design, ne, und Prozessisolation ist also Major Feature. Okay, Datenbankserver. Echt? Witzig, ich würde sagen Low Risk. Aus zwei Gründen. Punkt 1, wenn da Code läuft, der da nicht laufen soll, dann habt ihr ein anderes Problem. Zweitens, die sind oft extrem weit hinten verbuddelt in der Architektur. Das heißt, also selbst die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dieses System angreift, ist sehr gering. Mail-Server? Ja, ich weiß, es gibt kein Mail-Server-Icon. Okay, also ich nehme Exchange mal raus, aber ich würde ihn in der Tat auch bei Low Risk einsortieren. Denn auch da läuft kein Code drauf und der, also Mail-Server, also gerade so Sachen wie Postfix oder Dovecat, sind extrem gut abgehangen. Also die Wahrscheinlichkeit,
dass da eine Remote Code Execution möglich ist, ist A sehr gering. Und wenn es eine gibt, dann ist Meltdown Inspector nicht unser Problem. Ein Laptop? Genau. Laptop extrem unangenehm, denn die Lücken lassen sich auch über JavaScript ausnutzen. Ja, die ersten Patches waren in den Browsern, dass man gesagt hat, ja, aber da braucht man Timing für, also machen wir das Timing einfach gröber. Aber es, ne? Das ist auch kein guter Schutz. Mobiltelefon, okay, ist wahrscheinlich genauso. Firewall. Genau, auch low, weil wenn da was drauf läuft, was da nicht drauf laufen soll. Ne, Application Server. Genau, mittel. Also da kann man drüber diskutieren. Im Regelfall ist Remote Execution da genauso ein schlimmes Problem wie bei den Sachen da hinten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendeiner was verbaselt hat, ist deutlich höher bei, ich sag mal, handgeschriebenem Code. Also der Punkt ist, man kann darüber diskutieren, wo man es hinschiebt, aber die Aussage sollte eigentlich sein, es gibt verschiedene Klassen, die ich habe. Und je nachdem, welche Klassen ich habe, also Private Cloud ist ähnlich wie ein Application Server, kann man auch darüber diskutieren. Und wenn ich mir das so angucke, wäre doch die erste Reaktion, was ist meine Patching-Strategie? Also, da hinten würde ich sagen, ja, okay, später mal, vielleicht sogar gar nicht. Insbesondere, wenn man sich die Risiken anguckt, weil das vor allem auch noch die Systeme sind, wo das Fleisch liegt. Da liegen Finanzdaten, wenn da irgendwie falsch gerechnet wird wegen einem Fehler, dann kostet es richtig Geld und, und. Ja, also, riskante Patches, wenn es nicht notwendig ist, würde ich da wahrscheinlich nicht einspielen. Hier vorne würde ich riskantes Patcher einspielen. Ganz klar, auch sofort. Laptops ist natürlich eklig, aber lieber ein Viertel der Belegschaft kann mal 2 Tage nicht arbeiten, als wenn Unternehmensdaten das Haus verlassen. Auch da muss man natürlich gucken. Es gibt noch keine Exploits in the wild. Das heißt also, man hat da schon so ein bisschen Zeit, bis man das irgendwie dann patcht. Ne? Man muss nicht den neuesten Patch einspielen. Und wer es mitbekommen hat, irgendwie der letzte Patch von Windows, also irgendwie Januar, Februar für Meltdown, hat also tatsächlich die Sicherheitslücke beseitigt, ne? Also das kaputte Schloss komplett ausgebaut, aber leider kein neues eingebaut. War super. Okay. Also das war die Management Summary. Ich habe das wichtige Takeaway hier ist, es ist extrem wichtig, dass man sich überlegt, was ist eigentlich das Problem und was ist das größere Problem und das, was eigentlich noch dahinter steht, was ich gar nicht erzählt habe, wenn ich so ein Thema habe. Also Meltdown Inspector war von daher super, das ging durch die Medien, jeder Manager ist aufgeschreckt, aber es war nicht so schlimm. Also de facto war es kein großes Problem. Aber man konnte mal so eine Trockenübung machen. Also WannaCry zum Beispiel war deutlich schlimmer. Weil das war also ein reales, ausgenutztes Bedrohungsszenario. Hm. Ja, also. Also wenn jetzt ein großer Hoster oder ein Cloud-Provider ist, dann war Meltdown Inspector schon ziemlich beschlecht. Klar, also ne, Amazon und Google und sowas, die haben natürlich Spaß gehabt. Genau. Aber ich sag mal so, für das normale Unternehmen war es halt irgendwie mehr Management-Attention als wirklich das, was passiert ist. Aber man konnte damit ein bisschen üben. Welche Systeme habe ich denn alle? Wer ist denn der Ansprechpartner? Wer würde das patchen? Wie muss ich denn das beauftragen? Was passiert, wenn das System kaputt ist? Und, und. Also Prozesse, die man mal durchspielen konnte. Von der fand ich das ganz gut. Egal. Anyway, anderes Thema. Ihr habt eine Burgerbude. Heute aufgemacht. Ihr habt irgendwie einen Pizzaofen, einen Burgergrill, eine Kaffeemaschine. Ihr habt so einen Typen, der irgendwie Bestellungen entgegennimmt und eine Menge von Kunden. Heute ist große Eröffnung. Und ihr macht es zum ersten Mal. Das ist eure erste Burgerbude. Ihr steht zum ersten Mal da vorne. Play it safe. Okay? Also, was macht der Typ hier vorne? Der nimmt die Bestellung entgegen. Das ist ein Kunde. Eine so eine Bestellung ist eine CPU-Instruktion. Analog. So eine Bestellung besteht aus verschiedenen Teilen. Ja, das ist zum Beispiel ein Burger und ein Kaffee. Eine CPU-Instruktion besteht auch aus verschiedenen Teilen.
Gerade bei CISC-Prozessoren sind das diese Micro-Operations. Die sieht man nicht. Ja, die sind nicht Teil der API, sondern die sind das, was der Prozessor noch her ausführt. Aber die sind wichtig. Sehen wir gleich, warum. Und was ein Prozessor macht, wenn er so eine Instruktion bekommt, der schedult die Micro-Ops, also verteilt die auf die Ressourcen, Pizzaofen, Burgergrill, Kaffeemaschine und führt die aus. Irgendwann ist der Befehl dann fertig und wird retired, also sozusagen der Welt sichtbar gemacht. Was heißt das konkret, wenn ich jetzt hier einen Burger und einen Kaffee bestelle, eine Instruktion ausführe, es gibt keinen Kaffee mehr, dann gibt es auch keinen Burger, weil das zusammen ausgeführt wird. Okay, erster Tag, alles ist super. Ich nehme die Bestellung entgegen. Er sagt, ich hätte gerne einen Burger, ich hätte gerne Kaffee. Dann gehe ich hin und sage, okay, kein Thema. Ich mache erstmal den Burger. Burger ist fertig. Dann mache ich den Kaffee. Kaffee ist fertig und der Kunde kann gehen. Also, was ist der Vorteil? Es geht nicht einfacher. Ja, also, die Implementierung ist nehmen, machen, nehmen, machen, nehmen, machen, fertig. Da kann man nicht viel falsch machen. Das Problem ist, es ist super langsam. Ja, wenn ich den Typen bezahlen würde dafür, dass er möglichst viele Kunden durchschleust, ich würde ihm die Ohren langziehen. Ja, also, warum würde ich das machen? Weil, also, mindestens mal würde ich erwarten, dass er den Burger, der die Bestellung kommt, und den Kaffee gleichzeitig macht. Man ist ja nicht so schwierig. Ja, ich habe eine Kaffeemaschine und einen Burgergrill, die kann ich beide gleichzeitig benutzen. Also sollte man es tun. Aber das ist für den natürlich aufwendiger. Also er muss mehr tun, es ist komplizierter und komplexer. Aber es bringt also signifikanten Performance-Gewinn, weil ich jetzt plötzlich einen Parallelisierungsgrad habe, den ich vorher nicht hatte. So, dann mal ein bisschen weiter. Der bestellt seinen Burger und seinen Kaffee. Und dann geht er zur Seite, kommt der Nächste an. Also der macht erstmal den Burger und den Kaffee und der Nächste bestellt eine Pizza. Und dann macht er die Pizza. Also man sieht es nicht, das ist grün und das ist gelb. Jetzt sieht man schon, da werden zwei Befehle gleichzeitig ausgeführt. Noch besser, weil jetzt hat man eine 100%ige Auslastung der Ressourcen. Besser geht's nicht. Dafür ist es noch deutlich komplizierter geworden. Also jetzt kommt eine völlig neue Komplexität dazu, weil jetzt habe ich plötzlich, wir sehen das gleich nochmal, die Gefahr, dass der hier fertig ist, bevor der Gelbe fertig ist. Kommen wir jetzt gleich mal zu. So. Also, es ist halt wichtig, dass die erste Gelbe, dann der Rote, dann der Grüne und dann die Blauen ausgeführt werden. Warum ist das so? Okay, das muss man euch wahrscheinlich nicht sagen, aber wenn ich mich irgendwo hinsetzen will, dann muss ich erst den Stuhl vorziehen und mich dann hinsetzen. Mache ich das andersrum, funktioniert es einfach nicht. Also Reihenfolge ist schon wichtig. In dem speziellen Fall haben wir jetzt folgende Situation. Der hat von den dreien hier die Bestellung aufgenommen, hat noch ein bisschen angebaut, also Pizzaöfen, Burgergrills, bessere Kaffeemaschine, alles super. Wir reden hier nicht über mehrere Prozessor-Cores. Das ist ein Prozessor-Core. Der, ganz gut. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, man sieht hier, der Gelbe, der hat irgendwie ganz viel und der Grüne hat ganz wenig. Na, so, der Kaffee wird fertig, damit der andere Kaffee fertig, damit der andere eine Burger fertig, ja, das fertig, das fertig, das fertig. Ja, okay. Jetzt sehen wir schon, wenn man hier mal guckt, der Grüne, der hier, ist vor dem Roten fertig. Das heißt, der Prozessor muss aber jetzt dafür sorgen, also das ist, was der Prozessor tut, intern, aber das ist, was der Prozessor machen muss, also das, was die Welt glaubt. Ja, man sieht schon, also das da war fertig, bevor das da fertig war. Der Prozessor muss also so ein bisschen Schattenwirtschaft betreiben. Ja, er muss Befehle ausführen, Sachen machen, Seitendefekte verursachen und wenn es dann irgendwie nicht funktioniert, muss er das irgendwie in die richtige Reihenfolge bringen. Vorteil? Man kann noch viel besser parallelisieren. Man kann hier mehrere Pizzaöfen und mehrere Burgergrills machen. Aber es ist
deutlich komplizierter geworden. Viel, viel komplizierter. Und das ist genau das, was passiert ist bei den Prozessoren. Genauso hat sich das entwickelt, bis man halt, ich sag mal, bei, das ist jetzt irgendwie Pentium, da angekommen ist. Und das war eigentlich auch schon das Problem. Also, das Problem ist nämlich hier, um ein bisschen vorzugreifen, wenn einer von den Befehlen hier oder einer von den Operationen hier fehlschlägt, ne, dann muss der ganze Befehl fehlschlagen. Und manchmal ist es so, dass halt Schindluder getrieben werden kann. Klingt ominös, ich zeige das gleich mal. Ja. Ach ja, Animationen sind super. Okay, aber nochmal, warum ist das Ganze passiert? Also war das ein Unfall, war das Böswilligkeit? War nicht so doof. Also kann ja auch sein, dass Intel einfach nur zu blöd war. Oder ist es einfach nur ein echt komplexes System mit echt komplexen Seiteneffekten? Da kann jeder für sich selber beraten und eine Meinung zu haben. Ich persönlich halte es da mit dem alten Goethe. Ich paraphrasiert steht da drin, es ist mehr durch Vernachlässigung und durch Blödheit oder Faulheit kaputt gegangen, als durch Böswilligkeit. Und das kann man so aus dem Privatleben wahrscheinlich auch schon mal sehen. Okay, jetzt mal weg von der Burgerbude hin zu, was ist wirklich passiert. Meltdown heißt, oder der Angriff funktioniert so, ich lese etwas aus einem Speicherbereich, den ich nicht lesen darf. Im nächsten Schritt verstecke ich das irgendwo. Ja, weil, Stichwort Out-of-Order-Execution. Ich verstecke das irgendwo, bevor die CPU das irgendwie mitkriegt, dass ich hier oben irgendwie Unsinn getrieben habe. Und dann versuche ich das Versteckte wieder rauszuholen. Wie funktioniert das genau? Verstecken und Lesen funktioniert über Cache-Timing, über Seitenkanäle. Also, kennt jeder Seitenkanäle? Okay, super Beispiel. Als ich damals noch klein war und meine Mutter irgendwie abends ins Konzert in die Oper gegangen ist, durfte ich kein Fernsehen gucken. Aber hey, ne? Man kriegt so viel gesagt. Das Problem ist, gerade bei den alten Fernsehern, bei den neuen ist es genauso, es gibt einen Seitenkanal. Ich gucke Fernsehen, ich höre, Auto kommt, man hatte damals auch gute Ohren. Fernseher aus, ins Bett. Mutter kommt, hält die Hand auf den Fernseher und scheiße, war nochmal an. Wie konnte das passieren? Das ist ein Seitenkanal. Also der Fernseher wurde nicht gebaut, um warm zu werden. Das war kein Ziel, das ist einfach nur ein Nebeneffekt. Und den konnte man ausnutzen, um festzustellen, ob das Kind artig war oder nicht. Okay, wie sieht der Seitenkanal hier aus, bei Meltdown und Spectre? Kennt ihr wahrscheinlich auch alles, es gibt eine CPU und es gibt Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher ist unendlich langsam. Super langsam. Also die Werte hier, 100 Nanosekunden, sind ein paar Jahre alt, aber ist eigentlich völlig egal. Das ist eine Adresse, das ist der Wert in der Adresse. Wenn ich jetzt als Prozessor hier so einen Wert rauslese aus dem Arbeitsspeicher, Cache kommt jetzt gleich, dann dauert das so lange wie buchstäblich Hunderte von CPU-Zyklen. Ja, also einen Wert da rauszulesen, dauert für den Prozessor, da kann der nichts tun. Gefühlt für den Prozessor Stunden. Deswegen gibt es Caches. Caches sind sehr schnell, aber auch sehr teuer. Wie funktioniert so ein Cache? Naja, also ich lese irgendwie einen Wert und stelle fest, okay, der ist nicht im Cache drin. Dann gehe ich in den Arbeitsspeicher, hole den Wert aus dem Arbeitsspeicher, das dauert 100 Nanosekunden, ich schreibe in den Cache rein und ich kriege nach 103 Nanosekunden habe ich den Wert. Okay, es ist jetzt irgendwie nicht schneller geworden, sondern langsamer. Aber wenn ich das zweite Mal hingehe, dann ist der Wert im Cache und ich kriege nach 3 Nanosekunden. Ja, also Faktor 30. Okay, das lohnt sich schon mal als Beschleunigung und deswegen baut man Caches ein. Das wird nachher als Seitenkanal verwendet. Wie passiert das? Okay, ich habe gerade gesagt, man liest irgendwie ein Geheimnis aus, was man nicht lesen darf und die CPU merkt das nicht. Wie kann das passieren? Das kann so passieren. Wenn ich einen Arbeitsspeicherbereich auslese,
also CPU Speak Load, dann sind das zwei Schritte. Erstens, darf der das? Zweitens, hol den Wert da raus. Um es lustig zu machen, auch die Prüfung, darf der das, bedarf im Regelfall den Zugriff auf den Arbeitsspeicher. Nämlich um den Page Table Entry rauszusuchen. Das heißt aber, wenn der Wert, der gelesen werden soll, im Register, schon im Cache steht, der Page Table Entry aber noch im Arbeitsspeicher steht, dann ist die CPU, wie wir das gerade beim Burgerladen gesehen haben, so schlau, erst den Wert irgendwie rauszuladen aus dem Cache und parallel dazu den Wert aus dem Arbeitsspeicher zu laden. Und, mal kurz ein Burger-Example hier. Ich bestelle einen Burger, ich habe kein Geld, ich kriege keinen Burger. Bam. Was passiert bei Meltdown? Das ist, was eigentlich passieren soll. Darf ich doch zugreifen? Wert in Register speichern, Magic, sehen wir gleich, super. Was passiert eigentlich? Wert in Register lesen, Magic, Zugriff prüfen. Das ist nicht schlimm. Wir haben das ja gerade bei der Burgerbude gesehen. Das ist ganz normales Verhalten. Weil die CPU dafür sorgt, dass das hier niemals passiert ist, wenn das da fehlschlägt. Wir haben ja gesehen, der Gelbe kommt vor dem Blauen in dem Makrobildchen. Das heißt, die CPU sorgt nach außen dafür, dass diese Reihenfolge gesehen wird. Sie tut aber das hier. Und das ist das Problem. Weil, ja, hier Beispiel, wenn der Kunde sich nicht an die Regeln hält und der Kassierer ihm blöderweise den Burger gibt, bevor er das Geld kassiert, dann hat der Kunde halt, kann er weglaufen mit dem Burger. Wem das schon mal aufgefallen ist, bei McDonald's ist das so, je nachdem, in was für einem Stadtteil man ist, muss man erst bezahlen oder kriegt erst den Burger. Okay, wie funktioniert es technisch gesehen? Es gibt zwei Akteure, einmal den Spion und einmal den Collector. Es gibt ein paar Vorbedingungen. Ja. Aha. Es gibt Speicherbereiche. Wir gehen jetzt davon aus, in eine Speicherstelle, Zelle, kann man nur die Werte 1, 2 oder 3 reinschreiben. Und die beiden können auf diese Speicherbereiche hier zugreifen, theoretisch. Es gibt ein Geheimnis, da darf keiner drauf zugreifen und das steht im Cache drin. Ja, so. Seht schon hier, alle beide dürfen hier drauf zugreifen, aber da darf keiner drauf zugreifen. Sonst wäre es ja witzlos. Aber was passiert jetzt? Der Spion geht hin, liest das Geheimnis aus. Je nachdem, was da drin steht, das Geheimnis ist 3, dann lädt er den Speicherbereich rein, mit dem er mit dem Kollektor ausgemacht hat, dass dieser Speicherbereich den Wert 3 symbolisiert. Da greift er darauf zu und dadurch wird er in den Cache gezogen. Das kann er tun, weil wir ja gerade gesehen haben, der blaue Magic-Teil wird ausgeführt, bevor der hier herausgefunden hat, dass er das nicht darf. Ja. Irgendwann passiert das aber, die CPU findet raus, das war eine doofe Idee und killt den Spy. Und sorgt auch dafür, dass dieser Wert hier niemals irgendwie beim Spy ankommt, also in der echten Welt ankommt. Ne? In dieser hypothetisch ausgeführten Welt der superskalaren Ausführung schon. So, was macht der Kollektor nun? Na, der geht hin, greift auf den Block zu, okay, 103 Nanosekunden, greift auf den Block zu, 103 Nanosekunden, greift auf den Block zu, oh, guck mal, der ist im Cache, 3 Nanosekunden. So, kurz nachgedacht, vermutlich war das Geheimnis nur 3, weil die anderen waren nicht im Cache, der war im Cache. Wie kommt der in den Cache rein? Weil er ihn da reingezogen hat. Geht das nur, wenn er nach dem Auslesen des Secrets den Cache löscht? Ja, er muss ihn nicht unbedingt nachher löschen, er kann ihn auch vorher löschen. Es ist, also... Aber egal, dadurch erhöht sich doch die Gesamtzeit, die irgendwas, weil ständig nichts im Cache ist, außer eben meinem Secret. Ja, also das geht auf die Performance, man kann das wahrscheinlich auch erkennen über... Also es gibt ja verschiedene Mechanismen, den Cache leer zu kriegen. Das eine ist Cache Flush, also als Direktive, also als CPU-Befehl. Das andere ist einfach irgendeinen Müll in den Cache reinladen. Klar, das geht auf die Performance. Das ist jetzt irgendwie nicht sehr performance-optimiert, dieses System.
Und auch die Vorbedingung, dass das Geheimnis im Cache sein muss, ich aber auf der anderen Seite dafür sorgen muss, also der Cache muss nicht leer sein, es muss nur sichergestellt sein, dass Sie hier nicht da drin sind. Das ist die richtige Aussage. Und es funktioniert nur, wenn das Geheimnis, auf das ich nicht zugreifen kann, eigentlich die Adresse von etwas anderem ist, auf das ich zugreifen kann. Nee, das funktioniert nicht. Also okay, dann nochmal, gut, dass du sagst, also die beiden haben untereinander einen Code abgesprochen. Der Code ist, ja, ich bleibe schon, der Code ist, es gibt drei Speicherbereiche, weil es gibt nur die Werte 1, 2 oder 3. Und wenn der rausfindet, dass hier eine 1 drin steht, dann zieht er den in den Cache. Wenn der rausfindet, dass der Wert 3 ist, dann zieht er, also 3 ist, dann zieht er den in den Cache. Also wichtig ist nur, dass alle beide auf dieses zugreifen können. Das hat nichts mit physischen Adressen zu tun. Noch nicht. Ja, also auf die Art und Weise kann man auf Speicher zugreifen, auf den man nicht zugreifen kann. Okay, jetzt ist hier irgendwie IT-Volk anwesend, also kann man jetzt auch mal die Wahrheit erzählen. Ich habe gesagt, man kann aus dem Prozess ausbrechen. Im Regelfall kann ich den Prozess überall drauf zugreifen. In Linux ist es ganz starr, in Windows ist es nicht ganz so. Aber normalerweise ist es so, dass das Betriebssystem den virtuellen Adressraum eines Prozesses aufteilt. User Space, Kernel Space. In den User Space kann ich tun, was ich will. Den Kernel Space kann ich nicht darauf zugreifen als Prozess. Der Kernel Space wiederum, ne, wir denken 64-Bit-Prozessoren, das gilt aber auch bei 32-Bit-Prozessoren, in den Kernel Space ist im Regelfall der komplette physische Speicher nochmal reingemappt. Ne, das heißt, ich habe keine Ahnung von der Adresse, bei Linux ist es relativ weit unten, keine Ahnung, so beispielhaft 000, also unten im Kernelraum, ich habe ein System mit 4 GB Arbeitsspeicher, physischem, ne, aber ein 64-Bit Adressraum, das heißt, der Kernel Space ist, hat nochmal einen eigenen Adressraum, der groß genug ist, um den kompletten physischen Arbeitsspeicher da reinzumappen. Wo macht der Kernel das? Aus Performance-Gründen. Weil der Kernel aus vielen, vielen Gründen auf den kompletten physischen Arbeitsspeicher zugreifen möchte. Also das ist jetzt alles so ein bisschen Schachteln in Schachteln in Schachteln. Ja, der virtuelle Adressraum, dann gibt es einen physischen Adressraum und dieser ist quasi mehrfach in den virtuellen Adressraum eingebettet. Habe ich alle abgehangen? Ich habe jetzt kein Bild dazu, das ist eigentlich Management-Slides hier. Management. Das Ergebnis ist aber, wenn ich es schaffe, als User Space den Kernel Space auslesen zu können, kann ich auch andere Prozesse auslesen. Ich kann nicht eine andere VM auslesen, weil eine andere VM nicht in den Kernel Space gemappt ist. Dazu müsste ich einen Hypervisor angreifen. So, Hypervisor angreifen. Spectre mache ich relativ kurz, weil A, deutlich komplexer und irgendwie deutlich weniger greifbar. Also Meltdown ist sehr einfach greifbar. Also die Lösung für Meltdown ist auch relativ einfach. Also die einfache Lösung. Wenn ich den virtuellen Adressraum, den der Prozess sieht, wenn ich den Kernel Space da rausnehme, dann kann der Prozess da auch nicht drauf zugreifen. Ich muss nur die Page Tables rausschmeißen. Wenn ich das aber tue, also den Kernel Space sozusagen gar nicht erst reinzumappen, dann muss ich das jedes Mal dann wieder reinmappen, wenn ich einen Syscall mache, also Read, Write, was auch immer. Das wiederum bedeutet, dass die CPU wahnsinnig langsam wird, weil das Neumappen von Arbeitsspeicher ganz viele Caches kaputt macht. Ganz viele Caches kaputt macht, die extrem performance-sensitiv sind. Und daher kommt der Performance-Impact bei Meltdown-Patches, ja, wo man eine ganz, ganz zentrale Optimierung für den Speicherzugriff ausschalten muss. Okay, anderes Thema, wir haben nicht mehr viel Zeit. Spectre. Spectre, der Name kommt eigentlich vom Namen spekulative Ausführung. Ich finde ein schönes Beispiel, weil das ist ein Gespenst und es ist ein bisschen wie spukhafte Fernwirkung. Ich kann etwas beeinflussen, was ich noch nicht mal sehe, wo ich auch gar nicht hin kann. Ich habe einen Angreiferprozess und ich habe einen Opferprozess.
Und ich kann den Opferprozess dazu bringen, also die CPU, etwas zu tun, was sie normalerweise nicht tun würde. Wie geht das? Also eigentlich alles so ähnlich wie bei Meltdown. Okay. Branch Prediction oder spekulative Ausführung. Wir erinnern uns bei Meltdown, alles was der Prozessor ausführt, da weiß er, dass es ausgeführt werden soll. Also der rät nicht. Das Einzige ist, was die Speicherzugriffsverletzung, also echte Fehler, da muss er mal ein bisschen zurückrudern. Aber eigentlich, der rät nicht. Der sortiert nur um. Bei Spectre ist es andersrum. Spekulative Ausführung spekuliert halt. Montag Kaffee, Dienstag Kaffee, Mittwoch, Donnerstag. Okay, ihr kennt das. Wenn ihr das seid, und das ist der Typ, der jeden Tag Kaffee bestellt, dann könnt ihr den Kaffee kochen, bevor der bestellt hat. Also, warum würdet ihr das tun? Weil ihr den dann quasi in Nullzeit irgendwie durchschleusen könnt. Mehr Kunden sind mehr Geld. Super. Wenn der jetzt kommt und sagt, er möchte aber keinen Kaffee haben, dann habt ihr halt ein Problem und müsst seinen Kaffee wegkippen. So what? Wenn ihr mehr Gewinn dadurch macht, dass ihr den schnell durchschleust, jeden Tag, als einmal den Kaffee wegzuschütten, dann lohnt sich das. Also spekulatives Kaffeekochen. Wie funktioniert das? Also es gibt so einen Zähler und eine Programmschleife. A, B, C. Bei C zählt der Zähler runter. D. Zähler ist größer 0. Super, wir gehen wieder zu B. Zähler runterzählen und so weiter. Zähler ist 0. Aber wir gehen nicht weiter, wir gehen zu E. Okay, das ist jetzt kein wirklich tolles Programm. Ich gebe es zu. Es macht nicht viel, es zählt ein bisschen, aber es ist ein gutes Beispiel. Gucken wir uns mal an, der Zähler ist 1 und wir sind hier. Wenn ich das oft genug mache als CPU, dann lerne ich irgendwann, der Befehl, der an der Adresse D steht, der springt eigentlich immer da hoch. Und wenn das Prüfen hier zum Beispiel echt lange dauert, weil das hier nicht im Cache ist, dann mache ich das einfach schon mal. Dann lasse ich den hier laufen und laufen und laufen. Und wenn ich das später feststelle, Mist, das war eine 0 und gar keine 1, wie ich vermutet habe, dann muss ich als CPU ja eigentlich nur dafür sorgen, dass das, was ich spekulativ ausgeführt habe, niemals passiert ist. Okay, hatten wir gerade schon mal, ne? Das geht. Und das machen die CPUs auch. Das Problem ist, oder die Fragestellung ist jetzt, wie schaffe ich es als Angreiferprozess, die CPU da zu beeinflussen? Also, ich muss ja als Angreiferprozess der CPU sagen, wenn du in dem anderen Prozess da bist, dann sollst du irgendwie da hinspringen und irgendetwas tun, was ich dann später ausnutzen kann, ohne dass ich die Möglichkeit habe, da wirklich auf Einfluss zu nehmen. Also ein bisschen hirnverquert, klingt geradezu unmöglich. Also, machen wir den einfachen Teil. Wenn hier irgendein Code drin ist, den ich so ausnutzen könnte, wie zum Beispiel bei dem Thema Meltdown über Cache-Timings. Gehen wir davon aus, es gibt in einem angreifbaren Programm sowas wie diese Meltdown-Code-Ausnutzung, dass ich als Angreiferprozess das auslesen kann, aber theoretisch, ich spute. Dann ist ja jetzt die Frage, wie kann ich den Prozessor dazu bringen, dass er bei D nach da oben springt? Obwohl er das vielleicht eigentlich gar nicht machen müsste. Im Regelfall wird man das nicht bei einer Schleife machen, sondern bei einer Bounce, bei einem Check auf Bounce. Out of Memory Access, das heißt Out of Bounce Access. Ich habe ein Array. Wenn ich außerhalb zugreifen möchte, dann sagt normalerweise ein gut geschriebenes Programm so, haha, nee, darfst du nicht. Aber wenn das spekulativ trotzdem passiert, dann habe ich halt ein Problem. Statistisch gesehen darf das ja nie passieren, weil, aber man weiß es ja nicht. Das Problem ist jetzt, CPUs müssen sich ja jetzt merken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine bestimmte Adresse in einem bestimmten Prozess zu einer bestimmten anderen Adresse springt. Das kann man kurz überlegen. Wahrscheinlich lohnt es sich nicht, für jede mögliche Adresse sich zu merken, wo sie denn wie oft denn hingesprungen ist. Einfach zu viele Daten. Also macht man Heuristiken.
Ja, man sagt, ich bin gleich fertig. Man sagt, alle Adressen, bei denen das die letzten drei Bits, oder nach, ne, gruppiert nach den letzten drei Bits, springen im Regelfall da und dahin. Stark vereinfacht. Ja, der Punkt ist, der Angreiferprozess, wenn der genau weiß, wie der Prozess hier aussieht, kann den hier also kann die Branch Prediction so beeinflussen, wie er das möchte. Also es ist wirklich, wirklich kompliziert. Weil ich muss alles über diesen Prozess wissen. Ich muss wissen, wo die Sprünge sind. Ich muss wissen, welche Adressen das sind, wo er hin muss und, und. Also es ist unschön. Das ist das Beispiel aus dem Paper. Ja, das kann ich als Angreifer beeinflussen. Das ist letzten Endes ich möchte den Wert von diesem Array hier irgendwie auslesen. Darf ich aber nicht. Und dazu möchte ich den Wert auslesen von diesem Array für x größer Array Size. Ich kann das als Angreifer, kann ich x zwar irgendwie kontrollieren, ich schicke da irgendwie einen Wert rein, keine Ahnung, einer, der deutlich größer ist als Array Size. Wenn ich es geschafft habe, über die Branch Prediction den dazu zu bringen, das ja trotzdem auszuführen, da geht der Prozessor hin und macht nämlich genau das, was wir gerade bei Meltdown gesehen haben. Ich leite mir den Wert hier raus, spekulativ, der deutlich außerhalb von Array 1 liegt. Und dann ziehe ich von Array 2 irgendwas in den Cache. Das ist hier so gewählt, dass irgendwie eine ganze Cache-Line belegt ist. So kann ich, also wirklich mit einem Zweizeiler oder einem Einzeiler, je nachdem, wie man das so mag, den anderen Prozess dazu bringen, Geheimnisse zu verraten. Und nämlich genau den Inhalt von Array 1 an der Stelle X. Okay, so, Array 1 auslesen, zack, zack. Variante 2, und dann kommen wir auch gleich zum Schluss. Wir haben jetzt gerade gesehen, der Sprung hier ist irgendwie hart kodiert gewesen, ne, springt immer zu B. Variante 2 heißt, man kann auch indirekte Sprünge manipulieren. Indirekte Sprünge heißt, spring nicht zu B, sondern spring zu der Adresse, die hier vorne im Speicher steht. Also jeder, der mal irgendwie in C programmiert hat oder C++, kennt das als VTable, ist nichts anderes. Und das hier kann man auch beeinflussen. Und jetzt kommt der Kick. Ich kann diese Adresse beeinflussen, wenn ich es weiß, wo irgendwo Programmcode liegt, den ich für mich ausnutzen kann. Dann kann ich den Prozessor dazu bringen, einen nahezu jeden beliebigen Programmcode zu springen. Auch im Hypervisor. Wenn der Hypervisor zum Beispiel diesen Enhanced Berkeley Packet Filter drin hat, der in Kernel-basierte, Kernel-basiert sozusagen Paketfiltercode ausführt und ich dem irgendeinen Code unterschieben kann, irgendwo im Arbeitsspeicher, und der Hypervisor darauf zugreift, weil er darf ja überall darauf zugreifen, und den dann ausführt, dann habe ich einen Hypervisor dazu gebracht, spekulativ Code unter meiner Kontrolle auszuführen. Also das klingt alles total abstrus, weil ich muss auch da wissen, wie ist der Speicherbereich im Hypervisor aufgebaut? Was mache ich mit Address Space Randomization und. Da sind ganz, ganz viele Unwegsamkeiten drin. Das ist richtig kompliziert. Das Problem ist, man muss es halt nur einmal richtig hinkriegen. Und für diese ganzen Kleinteile wie Address Space Randomization und Kernel Address Space Randomization, der gibt es ja mittlerweile alles schon Tools, um das zu machen. Ja. Takeaway, ich finde es echt spukhaft. Ne? Es ist spooky. Okay. Schnick. Ja. Weiter. Und es ist wirklich kompliziert. Und ich glaube, bis man das irgendwie in breiter Fläche sieht, unwahrscheinlich. Das haben wir gelernt. Der Bug ist medienwirksam gewesen, nicht so wirklich dramatisch, zumindest für die meisten Leute. Es sei denn, man ist hier vorne irgendwie angesiedelt, dann hat man ein Problem. Ja, also, Laptop mit Browser. Genau. Ja, aber der Punkt ist, wenn ich es als Angreifer schaffen würde, das auszunutzen, dann wäre mein erstes Ziel nicht Hans Wurst. Sorry, ihr seid nicht wichtig genug. Es tut mir leid. Ich auch nicht. Mein erstes Ziel wäre irgendjemand, dem ich das ganz gezielt unterschieben möchte, um seine Geheimnisse zu kriegen. Aber da werden noch mehr kommen. Und da sind ja noch mehr gekommen. Ja, also das wird kein Ende nehmen. Da sind jetzt ganz viele schlaue Jungs auf die Idee gekommen, hey, boah, da kann ich mir Lorbeeren verdienen. Und das werden sie auch tun. Wenigstens einer hat es gemerkt, ey Mann.
Genau. Also Meltdown und Spectre hatten in der Tat einfach den großen Vorteil, dass sie coole Logos hatten.